So, der nächste Teil mit Rainer am Start. Also Sam Glover, wer es noch nicht weiß, ist der Rainer, der auch bei mir kommentiert und meine Videos guckt. Hallo Rainer. So wie bei Mats und bei Marc, die ist unterwegs. Gucken wir uns das bei dem nächsten Teil an, was hier so geht. Oh, der E36, den es immer geht. Hey Freunde und willkommen in der Manta-Schmiede Friedeburg. So, wir machen jetzt mal weiter mit unserem hier Manta B GSI, aber nicht alleine. CC. Heute habe ich ein bisschen Unterstützung von Rainer. Stell du dich auch mal vor, weil du bist ja Kamera unbekannt. Genau. Moin, ich bin Tobi aus Hannover. Ich habe auch gesehen, wie er den Manta abgeholt hat. Und da dachte ich mir, helfe ich mal ein bisschen. Habe ich Rainer eingesagt. Und wir sind zusammen nach Friedeburg. Ja, coole Aktion. Ist das so? Weil er soll heute richtig wummen. Vielleicht fahren wir auch noch mal eine Runde. Wer weiß das schon? Ein paar Burnouts machen? Ja. Und guten Tag. Vielen Dank, dass er mich so gelobt hat. Ja, wollte ich gerade sagen, lief echt gut. Ne? Also der Kommentar machst du da mit der dritte Engel. Mindestens. Ja. Aber er verkommt nicht. Ich komme extra her, um ihm immer mal wieder zu streicheln. Wollte ich gerade sagen. Und ich schraube sogar dran jetzt. Nein, ich poliere. Wann hast du das letzte Mal einen Drehmüll in der Hand gehabt? Oder ist schon ein oder zwei Jahre her. Wollte ich gerade sagen, ne? Kommst du wieder ein bisschen auf deine Kosten hier. Ja. Ist auch geil, oder nicht? Um einen Auto zu schrauben. Ja, wunderbar. Ne? Deswegen, wir machen heute so ein bisschen hier Projekt, wir alle zusammen, bringen so ein bisschen ins Leben. Das haben wir jetzt gemacht. Ihr habt ja gesehen, wo ich einen Kalt starten wollte. Hat viel Electric nicht funktioniert, viel ging nicht. Dann haben wir erstmal alle Sicherungen sauber gemacht, komplett und ersetzt, die defekt waren. Jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Batteriepole zu säubern. Und ich gehe jetzt so raus, baue auf so einen großen Nick von Marion. Endlich eine Batterie eingebaut. Ja, ewig. Da hole ich jetzt die Batterie raus, weil die soll durch den Manta rein. Und der Wagen geht ja eh in Schrott und die haben wir halt über. Ich habe echt keine guten Batterien aktuell. Schon wieder Batterieknapp halt. Verrückte Welt. Anna ist gerade abend hier, die hört sich gerade ein Hörspiel an, hier mit irgendwie so ein Toni. Mats, es gibt Geschäfte, die haben so viele Batterien, die verkaufen die sogar, ne? Deswegen. Doch. Nimm die nicht weg. Zeig mir Helen, Klaus. Misstrauisch? Ja, ist okay, mach weiter. Ja, das ist unser Abend heute. Davon haben wir so geplant. Naja, im Großen und Ganzen, ihr seht ja, es läuft. Wir wollen ein bisschen den ganzen Kram noch ein bisschen sauer machen. Wir wollen nachher noch auf die Bühne nehmen. Ja, wenn ihr da rangeht, wir sagen, nimm mich mal da raus. Deswegen haben wir gesagt, eine Pole sauer machen. Ich hole mal eben eine Batterie, baue mir mal eine aus und dann schauen wir mal, was da draus wird. Bin gespannt. Übrigens, Renault Zenik, Vor-Facelift, Batterie ist gar nicht mal so einfach. Ihr seht gleich, was ich meine. Halt verrückt, ich wurde umgestellt, habe jetzt die ganzen Verkaufsautos da draußen gestellt. Ist jetzt Santana, also alle voll. Weiß nicht, ob ich verkaufe oder nicht, aber ich habe ihn halt. Der Twingo, der neue alte von Marion ist jetzt hier. Braucht ein bisschen Arbeit, geht der galant. Boah, Twingo ist so schrecklich zu schrauben. Der verkaufte Polo ist jetzt hier draußen, der wird am Mittwoch abgeholt. Er hier ist aber auch nicht unverkauft, der TTI. Nee, ich glaube nicht, dass Steven den nimmt. Unterm Strich, ja, da hinten ist auch der Kevin-Wagen, Polo, ne? Ist halt sehr voll. Ach so, die können Christian sich wundern, euer hier Astra Gecko P steht da hinten hinter dem Anhänger, weil ich keinen Platz mehr hatte. Aber die nächsten Tage arbeite ich jetzt ein bisschen ab hier, dann können wir ihn nach vorne stellen. Ist halt schade, dass er nochmal nicht verkauft ist, weil, aber wie gesagt, ich muss mal so ein bisschen meine angefangene Baustellen jetzt beseitigen. Das bringt dafür hier neue Autos kaufen, obwohl ich krieg schon wieder einen Dienst an ein neues Auto. Egal. So, gut. Ich habe mich immer aufgeschlossen. Ist immer noch offen. Renault Zenik. Wo ist die Batterie? Pass auf. Scheint unterm Sitz oder so ein Scheiß. Oh, Geld. Das Geld bei. Hey, guck mal hier. 50 Cent. Die müssen wir eben rauspulen. 50 Cent haben wir hier noch am Start. Ey, locker hast du noch mehr Geld hinter. Locker hast du noch mehr Geld hinter. Das ist ja ultimativ. Den war eingesackt. Ja, das ist ja der Zenik, der Marion vorher gehört hatte. Wo wir gesagt haben, komm, kriegst jetzt meinen Zenik. Den fährt sich übrigens ab heute. Der hat so. Was, heute Morgen? Nee, gestern Morgen angemeldet. Und seit 2 Tagen fehlerfrei, ist sehr glücklich mit dem Auto. Und na, halt sehr so gut. Scheiße hier nicht mehr fahren, weißt du? Das ist Franzosenrost, so, was? Das sieht man da wieder von der Gurke. Oh! Ich fäng's an, ja, Werbung. Ja, da sah einmal nach Opel rostet, wa? Bremsschalter sehe ich. Der Kofferraum, unter, entweder Kofferbaum, wo man sitzt, oder Unterboden. Irgendwo ein Schwachsinn bestellen. Die ist auch so, also A-Klasse hat zum Beispiel unter dem Sitz. Wo sitzt die Batterie bei dem Zenik? Bei dem neueren Zenik? Sitzt die Batterie?
Auf jeden Fall im Motorraum. Bei der alten Gurke hier nicht. Komisch. Ja, wenn ihr Teile braucht, wisst ihr Bescheid. Ne? Das ist euer Auto. Ah, scheiße, Mann. Wo komme ich jetzt da ran? Bei der Heat glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich unterm Sitz oder so eine Scheiße. Oh Mann, ey, ich krieg die Krise. Ich glaube, ich sehe sie. Die ist hier hinter. Hier unten ist die. Ha! Da ist die Batterie. Wo ist da? Gut geraten. Ja, die ist sogar neu, glaube ich. Wie eine neue Batterie für den Manta. Oh, komm her. Alter, was eine Gurke. Ich hab da keine Lust drauf. Ich hab da keine Aktien in so einer Kiste. Oh, furchtbar. Oh, oh, oh. Ah. Jetzt geht einfach an die Tarre und nicht in den Schrott. Ah. Das ist schon hinten. Scheiße. Scheiße, ich kann auch nicht die Tür hier aufmachen. Weil hier ist ja der Dings weg. Alter, Renault, ey. Wieso baut ihr sowas? Wieso baut aua, ihr sowas? Ja, ich weiß auch nicht, wie man Renault sich kaufen kann. Alter. Franzosen, ey. So. Nochmal eine Batteriehalterung. Auch sogar eine Warte. Schlüssel zum Lösen ist schon dabei. Pummel den mal noch raus. Die kann ich nicht so rausfummeln. Was eine Gurke, ey. Was eine Gurke. Aber die Batterie ist gut. 25 Amperestunden Wartabatterie. Mann, dann sind die Gäffe ausgegeben. So. Oh, warte. Oh. Ja. Oh. Alter. Katastrophe. Oh. Und jetzt wieder hinlegen. Professionell. Und gleich dieses eingebaute Gurkenwerkzeug, was hier bei ist. Ja. Gleich davon nehmen und diese ganze Scheiße abzuschrauben. Alter. Oh. Scheiße, ist das Ding fest. Aber das ist besser als zweimal zu laufen. Kennt ihr das? Es ist einfach so. Alter, warum braucht man sowas? Schon wieder so eine Scheiße über den Zynik, ey. Die anderen. Guck mal hier. Batterie haben sie untergebaut. Ein Pol zum Abschrauben auf der Fahrerseite. Der hier. Lang genug. Und der Minuspol ist schon mega kurz vom Kabel. Schneid hier, das Scheißkabel. Dass man die Batterie nicht rausziehen kann. Das heißt, man müsste den Sitz jetzt ausbauen. Weil die gemeint haben, ich spare mal eben 2,5 cm Kabel ein. Wir kommen nicht am Arsch lecken. Ich will jetzt irgendwie rankommen. Irgendwie. Und es ist mir total egal, oh, wie. Kurz dran. Ich will da einfach ran. Da ist das Kabel. Verlängerung. Zieh da los. Oh, kann jetzt auch abschrauben, glaube ich, diesen komischen Haken hier, oder? Ah, oh, ich blute wegen dem Auto auch noch. Oh Mann. Nichts gegen diese Autos. Hast gemacht. Ich habe einen Batterieausbau. Oh, Arm ab, ne? Oh, ja, Katastrophe. Anti-Werbung für Renault. Läuft. Wo sind der Knochen, den ich gerade eben hatte? Der war nicht ganz geil. Für sowas. Weil ich will nicht laufen, weißt du? Wie ein gewonnener Wikinger, der so den Krieg gewonnen hat, will ich hier rauslaufen mit dem scheiß Ding unter dem Arm und sagen, ja, guck mal, Leute, was ich gemacht habe, ohne Werkzeug. Ach, scheiße. Und 2016 ist die Batterie. Also so neu ist die nicht wirklich. Also man sagt, Batterien 5 bis 6 Jahre maximal. Ein französischer Erzfeind. Die sieht nur so gut aus, weil sie den Scheiß ab, da unten geschützt drin ist. Kein Dreck, kein Wasser, nichts rein kann. Ich habe noch nie mal neben so einer geile Batterie besessen. Eigentlich ist der Wagen voll durchdacht. Nur solche Kleinigkeiten machen diese solche Franzosenautos zum Schrauberzweck, Schrauberschreck. Und viele sagen dann, ich kaufe das nicht, ne? Weil es halt scheiße ist. So, jetzt habe ich es. 2016. Aber der richtig schön große. Guckt euch das mal an. Ich hab sogar ADAC drauf, Mann. Die können wir da richtig schön im Manta packen jetzt und dann haben wir einen fucking ADAC-Manta. Was ist gut? Ja, ist Rostbetten. Ach, das sind immer nachgebraten, ja, stimmt. Nee, nachgebraten? Ich glaube nicht, das. Das ist aber nicht das schlimm. Ist ja normal, weil die Batterien ja leider manchmal Film versorgt, überkochen und dann hat sie Säure drauf. Ja, der macht nämlich den Derby-Mann, hier den Santana-Mann. Mhm. Na, was machst du denn da? Was guckst du denn da? Na, wie gesagt, ist auch nicht so alt, ich habe auch mal eine neue Lichtmaschine. Ja. Guck dir den gemütlich an. Schönes Auto, aber es ist scheiße gerollt, wie ich das gehört habe. Hat neu gemacht. Neu. Aber wie gesagt, wenn du wirklich TÜV drauf haben willst, dann musst du ordentlich laufen. Guck dir auf jeden Fall die Hinterachse hinten links an. Ne? Wie gesagt, dann
Hier muss einmal abgeschraubt werden, muss ein Blech drauf und wieder rübergeschraubt werden. Also mindestens das. Ja. Nee, aber es ist nicht ganz so dramatisch. So, das für dazu. Ich wollte einfach das Ding unbedingt haben. Und ey, kannst du euch meinen Freunden geile Autos verwehren. So, und hier ist immer das Thema, Teile polieren irgendwie, ne? Rainer? Poliermeister. Aber warum nicht, Rainer, ne? Rainer in seiner Lackierkabine. Ja. Ja, ist doch geil. Schöne Klackerdose. Das ist der Batteriehalter. Ah, okay. Ja, super. Ich hätte noch, glaube ich, so einen Batteriehalter neu pulverbeschichtet liegen. Wenn das diese Bügel sind. Ich habe damals mehrere Pulverschichten lassen. Dann müsst ihr die Rückleuchten mitnehmen und nach Hause machen und wieder neu machen. Und dann lege ich die richtig in Klarlack. Du lass sie erstmal so, wie die sind, weil ich brauche Rückleuchten, wenn du mitfahren willst. Ich würde jetzt die einzelnen Streifen, bitte so weiß aussehen wie da. Würde ich auch sagen, ne? Wenn ich die ganz abreiße. Hat aber eben auch einen Effekt, wenn wir die ganz abreißen. Hast du den Effekt halt nur andersrum. Nee. Würde ich auch sagen. Ja. Das ist die beste Richtung, glaube ich erstmal. Ja, so. So, wir setzen mal in der Batterie jetzt rein und gucken mal, ob alles wieder funktioniert. Mit der Anzeigen und so. Bin ja, gespannt. Tobias, die Sicherungen waren alle so weit in Ordnung jetzt? Die Sicherungen habe ich alle, die Kontakte habe ich alle gesäubert. Ja, gut. Der hätte noch die Torpedosicherung. Kennt ihr die vielleicht? Nicht diese zum Stecken, sondern so Torpedosicherung. So runde, so lange. Kann ich mal einblenden, wenn ich dran denke. Vorne hingelegt. Ja, aber Starter geht ja auf jeden Fall. Starter funktioniert, ich habe ja schon gestartet. Hast du den Pol wieder angebaut, den Minuspol? Den Pol haben wir auch sauber gemacht. Ja. Ja, ist auf jeden Fall gut. Was wir auch machen müssen, ist die Pulle vom Anlasser säubern. Weil der Anlasser hat erstmal so gespackt. Ja, siehst du? Ja, also Mast. Ein bisschen Hammer, ne? Wenn Auto so lange stand, ja, Masterverbindung vielleicht lösen, mal sauber machen. Und, ja, das hilft ja, aber viel. Hat noch nie mein Leben so eine neue Batterie gehabt. Ja. Das ist hier eigentlich eingeschraubt. Ja, und zwar... Muss auch wieder ran, sonst hast du keine Masse. Und zwar, nee, das hat mit der Einspritzanlage zu tun, irgendwie was. Auf jeden Fall muss er wieder live wieder fest. Ja, Benzinpumpenrelais, ist meine Vermutung. Jo. Du mit so einem kleinen Kram auf noch gar nicht anfangen. Lass uns einmal den wichtigen Kram machen. Sicherung haben wir jetzt gemacht. Dann aber das Ding holt sich die Masse nicht über die Karosserie. Und dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, jetzt starten wir nochmal, gucken, ob die Anzeigen funktionieren. Ob er Öldruck hat, dann lassen wir das Öl ab, ne? Ey, endlich noch das Öl. Das ist das Relais für die Einspritzventile. Ja, glaube ich auch. Das ist das Relais für die Taktung, meinst du, ne? Ja, ja. Die kriegen zwar den Impuls vom Steuergerät, aber ja. Um die richtig anzusteuern, muss ein Relais haben. Guck mal, was für Kabel da reingeht. Also meiner Meinung nach, er hat nicht Unrecht. Die LE-Jetronik, wie gesagt, mit dem grauen Einspritzventil, der hatte so vor Relais, so Kästen. Aber die sind so groß. Die brauchte der. Aber die LE2-Drohne mit den gelben Ventilen macht das alles über Steuerrät. Das ist das Benzinpumpenrelais. Da gehen dicke Kabel rein, ja. Der sagt das wieder ganz genau. Ja, aber der kennt die Dinger wirklich auswendig. Sorry. Nein, aber das müsste das Benzinpumpenrelais sein. Also ich bin überzeugt, dass es LE2-Drohne ist. Moment mal, ich guck mal eben nach. Opel-Info, jetzt will ich das wissen. Der 2-4er. Hat der LE oder LE2-Jetronik? Das ist eine coole Seite übrigens, müsst ihr mal drauf gehen. Technik, Motoren, Otto-Motoren. Der 2-4er. Steht da dabei, welche Einspritzform der hatte? Hoffentlich. 2 Liter, 2-2er, 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 2-24er. LG-Tronic, der alte, NE, Bosch-Motronic. Achso, ja, stimmt. Ab 82 der LG-Tronic. Ja. Ich kann das jetzt im Moment nur enden genau sagen. Also ich vermute, dass das mit Zimpum-Relais ist. Aber die Schraube hole ich gleich. Pass auf. Müsste eigentlich auch draufstehen. Wenn wir nachher Pizza essen, ne? Die holen wir uns. Dann kommen wir auch Sprit holen für den Manta. Ja, natürlich.
Na, haben wir ein bisschen Sprit noch. Ich sitze 15 Liter im Kofferraum, ja. Kannst du kriegen. Sehr geil. Haben wir noch mal 20 Liter für die Tankstelle, haben wir genug. Bei den alten mit drin lassen? Ja, die mischen wir. Der ist ja, glaube ich, fast leer, der Manta. Jetzt aber noch mal eine Frage an dich. Mhm. Ich bin der Meinung, dass der diesen E10 nicht verträgt. Wir würden nein. Super nehmen. E5, ist klar. E10 nehme ich sowieso nicht. Ich fahre auf keine Autos. Für der Ultimate reinkippen. E10 ist Hexenwerk. Will nie haben. Bei amerikanischen Autos kannst du das machen, weil in den USA fahren die eh hin, hohen Ethanolgehalt, aber in Deutschland nicht. Das Öl lassen wir jetzt mal drin oder was denn da? Und den ersten Start machen wir es wieder mit dem alten Öl. Danach lassen wir machen wir noch einen Ölwechsel. Der muss ja warm werden. Warum? Wir machen nachher noch einen Ölwechsel. Genau. Wasserpumpe und Thermostatgehäuse, ob das dicht ist, weil das ist schon weiß angelaufen. Du, wenn er gleich läuft, lasse ich ihn warm laufen. Ne, wie gesagt, und dann haben wir das alles schön, ne, das Thermostat läuft, aufmacht. Mal hinterher. Hier, hör mal, Timo und der Santana. Ach ja, fährt jetzt erstmal eine Runde? Ja, würde ich ja unbedingt haben. Hast du die roten Nummern hier hin? Nein, das würde ich mit dem Auto nicht machen, der steht so lange rum. Ach so, er fährt jetzt hier nochmal so. Du, der Kunde, ob er funktioniert. Das würde ich ja unbedingt haben. Ich weiß nur nicht, ob er dem Projekt das gewachsen ist, weil es halt wirklich eine Restauration ist. Ja, jetzt gibt es nochmal eine Frage. Wenn wir den Traktor in Gang kriegen und wenn der renoviert ist und wenn ich den wieder gestrichen habe, ja. Dann ich die nicht für den Garten brauche, dann stellen wir den auch hier hin. Ja klar, Traktor fahren können wir doch beide gut. Traktor, der coole. Bin mal gespannt. Traktor! Aber den muss. Der hat ja auch diese Holzplanken, sind ja auch schon so bindig angegangen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber im geil großen der Best, der Beste, das, ein bisschen Farbe. Das Beste ist die grasige Beladung. Hast du die gesehen? Ja, du weißt schon, was ich meine? Die haben alle gesagt, das ist Mario, das ist Mario seine Ahnung. Weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass Mario eine Freundin heißt, die Anna heißt. Die kenne ich auch nicht. Gucken wir mal, ich mache mal Zündung an, ob die Anzeigen jetzt ausschlagen alle. Ich bin gespannt, ob alles läuft. Mit den ganzen neuen Sicherrouten drin. Ja, siehst du, und schon haben wir eine Ölleuchte. Sag ich ja. War nur Sicherungskram. Anzeigen schlagen unten jetzt nicht aus. Aber der Kreis ist da. Erster Startversuch mit neuer Elektrik dran. Passiert nichts. Gar nichts. Sieh mal, die Ölleuchte geht an. Ja, ich hab Strom, hab ich da, aber nur Innenleuchte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der läuft. Wir müssen gleich als ersten Handgriff, weil eben die ganzen Pole vom Anlasser. Ich glaube, er hat nichts verändert, also wird der Lehrer auf Neumann nicht laufen. Die ganzen Anschlüsse sind alle korrodiert und deswegen haben wir ganz dicke Probleme mit dem Kontakt. Und wird auch ein Dom legen? Ah, ich sehe schon, warum er nicht funktioniert. Brauchen wir gar nicht mit anfangen. Guck mal, hier, diesmal ist der Stecker hier, diesen hier. Der ist komplett korrodiert und der rutscht immer ab und deswegen läuft die Kiste auch nicht. Ich stecke mir das wieder drauf, dann geht das Ding. Ich muss den neu machen. So. Ja. Nicht verschrauben. Nicht verschrauben? Nein, damit brechst du uns doch genickt. Schon bevor jetzt passiert irgendwie ein Problem mit der Elektrik, das Ding fängt an zu brennen. Ja, ist doch locker, ja, ne? Schon mal vor, das Ding brennt jetzt. Da müssen wir die Batterie abklemmen. Wenn irgendwas passiert. Nee, das ist locker. Gut. Das geht nur um Sicherheit, ne? Also, ja, ich habe das schon 1000 Mal gemacht, so ein Scheiß. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ich habe auch schon brennende Autos auf der Bühne gehabt. Ich kenne die ganze Kacke wirklich. Ich habe noch nie ein brennendes Auto gehabt. Wir haben keine Öllampe an. Also, nee, da könnte man sich jetzt da könnte man jetzt so Gedanken haben. Ich hatte noch nie ein brennendes Auto. Vielleicht sind die Methoden doch nicht so korrekt, wie du manchmal machst. Ja, nein, keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall den Stecker machen. Mal gucken, was Phase ist. Und ich muss das Zündschloss mal einölen, weil das ist auch ein bisschen sehr schwergängig. Aber mache ich mal eben selber. Mit so gammeligen Kontakten, der kann nicht richtig funktionieren. Das geht gar nicht. Stimmt. Das ist gar nicht möglich. Ja, unten haben wir da diesen einen Stecker, den ihr unten seht. Das ist einmal hier der Strom vom Zündschloss. Ja, Klemme 52 oder Klemme 50. Machst du, kriegst das Ding über die Karosse, weil der festgeschraubt ist. Das wird alles in Ordnung sein. Aber wir haben halt ein dickes Plusproblem. Und das muss ich jetzt mal lösen. Und danach ist der Anlasser auch wieder wie neuwertig. Voltaren Schmerzgel Forte wirkt anders als Tabletten direkt. Ja, ich lief, der läuft auch, warte. Rainer, geh in Deckung. Der läuft nicht, weißt du warum? Ich höre die Benzinpumpe nicht. Hat die jetzt gefressen? Ja, aber das ging vorher. Das ist diese Tonne, das ist die richtig scheiße, ja, wenn die länger liegt und so, dann. Drauf. Ah, ist manchmal blöd. Oh, das Pumpenrelais braucht doch Massekontakt, was dann festgeschraubt ist. Doch, jetzt läuft sie. Läuft auch gleich.
Aber ich mein Benzipum-Relais braucht keinen Arztkontakt. Wahrscheinlich ist er abgesoffen von gerade eben. Vielleicht mal gucken. Schade. Da seht ihr die Torpedosicherung hier. Diese langen sind diese Torpedosicherung. Haben wir den Lacher unter dem Auto? Bitte was? Guck mal, das Auto auf der Lache haben. Eigentlich riecht man das davor. Oder ist kein Sprit mehr drin im Tank? Nein, es riecht zwar nach Sprit, aber. Okay, das ist noch gut. Einen haben wir schon mal, ist abgesoffen gewesen. Warte, ich versuche mit Vollgas durchzustarten. Dann kommt er auch gleich. Mit Vollgas durchstarten. Manchmal hat es funktioniert bei Vergasern, dass wenn man die Drosselklappe komplett aufgemacht hat und den georgelt hat, dann hat man die Kerzen freiblasen können, obwohl sie voller Benzin waren, also abgesoffen waren. Das hat manchmal funktioniert. Aber auch nicht immer, ne? Zu Befehl! Aber letztes Mal war mein erster Start da, mein ersten Dreher. Ist er definitiv. Ja. Ah, wir geben ein paar Sekunden, der kommt gleich. Der muss eben, das ist in drei Minuten so ein bisschen. Oh, der läuft gleich. Der kann schon im Arsch. Ja. Was soll man jetzt sagen? Der Anlasser geht dafür wieder gut jetzt. Ja, wenn er einen Cut hat, dann hat er drei, vier LA-Schildronik und dann ist das auch Bull-Benzin-Puppen-Relais. Ich gebe da den 24E ohne alles. Der hat die ganz alte Einspritzung. Und wenn da der 2-4er mit Cut ist, ich sag, das ist nur Kontaktproblem, dann hat er definitiv, das ist definitiv Benzinpumpenrelais. Ja, ich wollte das jetzt noch erklären. Nicht drauf rumreiten. Vier Tage Reihe. Alter. Ist so. Dann läuft gleich. Also warten und warten. Ist, kannst du nur so warten und raten. Kerzen rausgeholt und die Kerzen da natürlich total aus nach mega alten Sprit rochen die. Deswegen haben wir erstmal hier 35 Liter aktuellen guten Wundersprit. Und bei diesem Wundersprit reißen wir jetzt den Kollegen mal an. Guck mal, was passiert. Bin gespannt. Hier, der erste Tankdeckel öffnet seit wie vielen Jahren? Hier ohne Lüftung. Oh, Tank selber mal reinleuchten. Sieht der von innen so aus? In einem Feuerzeug. Da haben wir den. Da haben wir den hier. War Spaß. Ah. Aber da sieht man nicht. Oh, der ist kurz trocken, Alter. Guck mal, ich sehe den Füller von der Pumpe da hinten. Du, Rainer, komm, machen wir bewundern, dass da kein Sprit mehr drauf. Da ist kein Sprit mehr drin in der Kiste. Ich hab mal geguckt, ich hab den Filter für eine Pumpe gesehen, trocken. Können wir lange warten. Der ist verdampft über die Jahre. Ich muss mal gucken, ob Sprit nirgends unten rausläuft. Sieht gut aus. Aber ist rostfrei. Hat er den Tank der CC, hat er den nicht ausstehend? Oder hat er den unten drunter? Ey, das weiß ich echt nicht. Also beim Mantas Kona B war es so, der hat den Tank stehend hinter der Rückbank. Aber wenn er CC ist, hat er eine umklappbare Rückbank. Dann kann er den ja nicht stehend hinter der Rückbank haben. Dann müsste der auch unten liegend. Fällt mir gerade so auf. Das ergibt ja CC keinen Sinn. Da kann man die Rückbank sonst nicht umklappen. Also ich kenne drei verschiedene Varianten. Einmal gibt es welche, die lassen den Tank leer und fahren so wie du jetzt. Hast du keinen Rost am Tank? Habe ich gerade reinleuchten können. Dann gibt es die Variante, du tankst den komplett bis oben hin voll. Deswegen hast du ja, ganz viel. Mal, die Bude brennt, ist scheiße. Genau. Und dann gibt es einmal, pass auf, dann gibt es auch die Variante, lass den Tank offen. Und alle drei Varianten funktionieren. Eigentlich ist es scheißegal. Ich habe ja den Tank schon mal neu gemacht. Ja, sieht man, der ist rot. Das ist ein Sporttank. Ja, ich. Jetzt. Ich hatte keine andere Farbe da. Ich hätte ihn noch silber gemacht oder was. Ja, ich habe aber nur das Rot da gehabt. Rostschutzrot. Also ist doch der Tank liegend unterm Auto. Das ist eine richtige Farbe. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Also unterm Ich will jetzt mal einmal gucken. Koffer. Der hat noch ein paar Kerzen drin liegen gehabt. Ich weiß noch nicht genau, wo die liegen. Die noch im Kofferraum liegen wahrscheinlich. Die müssen eigentlich passen. Ja, und da müssen die richtig, haben wir NGK sogar da. So original im Auto. Wenn nicht, muss ich gucken bei mir im Lager, ob ich noch welche liegen habe. Weil ich habe auch relativ viele Zündkerzen liegen. Dann schrauben wir ihn raus, wa? Ja, müssen wir sehen, dass die Zündkerzen sortiert bleiben, dass wir nicht nahe kommen, ne? Neue Gurkenkerzen! Neue Gurkenkerzen!
Ich schraub da nicht irgendwelche Kerzen rein. Also, er hat den Tank nicht stehen da. Okay. Ist schon mal abgefallen. Keine Ahnung. Das ist. Der Deckel war. Ach, der Tankdeckel lag. Ach so, ja, der ist ja schon mal da unten gut eingelagert. Also, auf jeden Fall müssen wir im Kofferraum keine Kerzen liegen. Aber wahrscheinlich in der Kiste, die nur Christian zurechtgebreitet haben. Die gute für 27,90 Mark. Die bauen wir jetzt ein. Nummer 3, aber habe ich aber auch da einen Notfall, wenn alles schief geht. Aber wie zieht das die? Ich würde mal Bosch-Kerzen einbauen. Ja, ich weiß, aber ob das auch so. Für was soll ich die sitzen? Du, wir gucken uns die jetzt an, wenn die jetzt gleich aussehen. Wenn ich die in 6-Zylinder reingeschrauben wollte, dann hätte ich ja noch 2 hier mehr. Wollte ich gerade sagen, das wird schon schief gehen. Ah, Rainer hat die richtigen Kerzen gekauft. Wobei die im 6-Zylinder dieselben sind wie bei denen, weil der 6-Zylinder ist derselbe Motor, also CH-Technik. Eigentlich, der 6-Zylinder ist eigentlich ein 2.0e, nur mit 2 Zylinder mehr. Die Kerzen sind gleich, ob 4 oder 6-Zylinder. Ja. Ja. Och, ich habe den Tank gerade gesehen, der ist sauber von innen. Da ist kein grober Rost zu sehen. Und so, was soll passieren? Ach so, du meinst mit deinem Zwischenfilter, ne? Ah, den brauchen wir noch nicht. Da müsste auch so gehen. Er lief ja schon mal. Hm. Ne? Und lief auch ziemlich gut tatsächlich. Ich hab ihn nur wegen dem alten Öl nicht so gequält. Aber wir müssen ja einmal für den Ölwechsel warm laufen lassen, sowieso. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob der überhaupt noch bremst. Die kommen da rein, die schön. Geile Zündkerze, oder? Timo? Hast du so eine geile Zündkerze gesehen? Die ist grün. Ich hab doch auch diese Zündkerzen. Ja! Ja, aber die anderen, die sind zwar. Das sind die guten. Die selbst zünden. Die pustest du an, dann zünden die. Jupp. So. Haben wir mal eben überhalb vollgetankt. Einfach alter Sprit ist jetzt raus. Das heißt, die Pumpe ein bisschen laufen und dann die alte Brühe rausgesprüht und dann läuft die Kiste wieder gut. Du pustest doch alles wieder auf, ne? Auch die alten Zündkerzen, ne? Da haben wir das neue eingebaut. Sieht ja also erstmal rund. Ja, hundertprozentig. Dann müssen wir mit dem Reifen wieder stimmen. Hundertprozentig, er läuft. Ja, was sagst du dazu? Ist gut. Ja, kannst du sagen, wenn du willst. So wie einschütten. Ja, aber so schräg sind die Kerzen. Nein. Sind aber halt keine NGK, ne? Ja. So, haben wir die Dinger alle drin? Ja. 1, 3, 4, 2. Guck mal, wie die sitzen. Siehst du, da wird allein schon dicke Kabelbinder wurden. So, ich reiß jetzt nochmal an. Jetzt gehen wir mal eben alles in Deckung. Und dann drehen wir eben aus, damit wir eben hören können, wenn er explodiert, dann hören wir es richtig. Und guck mal die Batterie jetzt da. Ja, der Sprit wird erstmal ankommen jetzt, ne? Der Futter Sprit muss ankommen. Also die Vorpumpen, das ist ein Einspritzer, Alter. Ja, trotzdem. Außer die Luftblasen. Nein. Lass mir die nur auf. Trampschaden. Mach mal eben dein Eimer da eben aus. Ich höre die Pumpe nicht. Ich höre nur blubbern im Tank. Ja, jetzt ist er da. Na, los. Ah, ich merke, wie es blubbert. Der ist jetzt voll genug, ne? Da ist er da. Sag ich doch. Und wir haben Leerlauf. Wow. Ha, sehr gut. Wow. Der muss jetzt erstmal einlaufen. Der läuft ja wie an der Stadt. Ja, hab ich auch gesagt. Hydros alle voll. Das ist ein Einspritzer, ne? Das ist ein Einspritzer, ja. Der läuft ja jetzt schneller, der muss erstmal warm werden, dass er. Wer macht denn das jetzt? Hast du ihn ausgemacht? Ja, hier ist ein Loch mit raus. Oh, gut, dass du gesehen hast. Aber nur ganz bisschen. Ja, doch, ist schon eine gute Lache. Ja, wir wissen jetzt ja wo. Wo? Deswegen Leitung. Ja, die Leitung, die ich meinte? Ja, Überlauf. Rücklauf, Dings und Klaus. Oh, das ist schlecht. Was machen wir jetzt? Scheiße. Wir stecken jetzt einen anderen Schlauch rein, packen erstmal nach oben weg, damit wir erstmal den. Ich gehe jetzt einen raus. Hier, das zündet erstmal einer an. Wir müssen erstmal das Benzin, das Leck hinten flicken, weil. Oh. Wo ist denn meine Spritleitung? Ich habe eine wunderschöne Spritleitung hier, die müssen wir mal nehmen. Ah, schön, schöne Nase für Sprit. Aber Futtersprit. Egal. So, jetzt haben wir erstmal hier eingesteckt und hochgelegt.
müssen die Leitung eben neu machen. Aber sonst, das sollte ja einer, die wir gewusst haben. Aber es war sauber da. Er hat auch schon einen Leerlauf gehabt, ne? Ja, er ist gut gelaufen. Hola, und wieder geht er ja einfach so aus. Du war voll in Panik. Scheiße, der Sprit überall. Jetzt müssen wir ihn hochnehmen. Wenn er läuft. Die ganze Haut, das kann sicher sein, dass ganze Unterdruckscheiße da oben ist. Wichtig ist vor allem, dass er läuft, denn ist die Wellen nicht dicht. Der hat hier so eine Wellen, die ging gerne dicht. Ja, ja. Aber auch die Einspritzventile. Jens hat ja gesagt, wir sollen die Schläuche da, die sind doch noch gut. Wir läuft doch nicht von ab, wollte ich gerade sagen. Da läuft er ja, noch. Aber wie gesagt, ne? Ihr habt den Krümmer direkt drunter. Und wenn die Dinger undicht werden sollten irgendwann und ihr merkt das nicht schnell genug, ne? Und dann läuft die ganze Zeit der Sprit auf den heißen Krümmer. Aber. Ist doch sogar noch. Auf ja? Diese Dinger, wenn da was mit ist, hast du die Dinger. Ja, aber der läuft doch. Der klappt man noch immer die Ventile. Gut. So, Freunde, im nächsten Teil, das ist jetzt Teil 1, machen wir den Kipfer auf der Bühne und flicken mal das Benzin leck hinten. Und dann müssen wir eigentlich schon fast schon Manta haben. Die Frage ist nur, geht das Getriebe, leckt es immer noch so wie früher? Wahrscheinlich ja. Wir haben Öl da. Mal gucken, ob das Öl vielleicht noch wechseln nachher. Mal schauen, wie unsere Laune nachher ist. Macht und dann besser wir mal neu rein. Ich mal bewegt kriegen, ob das Getriebe noch geht. Ob der Wagen noch das macht, was ein Wagen machen soll, fahren. Ne? Das hilft ja alles nicht. Wenn der hier steht und gut aussieht, ist immer eine Sache. Aber fahren ist eine andere. Da habe ich das schon. Ich habe mir einen Fuchsschwanz geholt. Er hat gesagt, er hätte in die Stiefel gepinkelt. Ja, kein Problem. So denn, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Menschen sind immer bereit, neue Welten zu erkunden. Und das Beste... Munter. Ja, schön. Läuft ja. Also einigermaßen. Jetzt auch im Leerlauf. Also lag es wohl doch am Sprit, nicht an den Leerlaufregler. Und vielleicht auch ein bisschen an die Kerzen. Ja, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich würde trotzdem gucken, die Benzinleitung neu zu machen hier vorne. Nicht, dass euch die Karre abfackelt irgendwann mal. Gut, das war jetzt die Reaction zu den beiden Videos. Mal gucken, wann neue kommt von Mats und dann machen wir das wieder. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.